Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie eine Leidenschaft, wo Sie sich gerne mal in eine Menge stürzen? Also zum Beispiel einen Künstler, wo Sie auf ein Konzert gehen und dann so richtig abgehen. Oder der Sport, wo Sie, wenn Sie im Stadion sind, sich selbst vergessen. Oder vielleicht was ganz anderes. Vielleicht die Demonstrationen, eine Klimademo, wo sie richtig aufgehen in der Demonstration der Masse. Wenn Sie mich schon länger kennen, dann wissen Sie, dass mein Schwachpunkt der Eiskunstlauf ist. Eine Leidenschaft, die viele Leute nicht teilen. Aber meine Mutter. Und mit der fahre ich, so immer es geht, zu den Meisterschaften. Und letztes Jahr um diese Zeit waren wir in Montpellier in der Eishalle. Und ja, Sie kennen mich vielleicht jetzt nicht unbedingt als den Menschen, der sich selbst vergisst und die Kontrolle verliert. Aber wenn Sie mich im Eiskunstlaufstadion sehen, ja, und Hanjo also auffährt, der führt und die Stimmung hochkocht, dann vergesse ich mich auch gerne mal selbst. Und dann springe ich da und kreische ich herum und gehe also richtig auf in der Begeisterung der Menge. Und Sie erinnern sich vielleicht, letztes Jahr, Ende März, war auch der Start des Ukraine-Krieges noch ganz frisch. Und als wir dort im Stadion waren, gab es in zwei Disziplinen auch ukrainische Sportler und Sportlerinnen, die angetreten sind. Und zwar ganz bewusst nicht in ihren Kostümen, sondern in ihren Trainingskleidern, die gelb und blau waren. Und es war auch für diese Sportler unheimlich schwierig gewesen, überhaupt zu der Veranstaltung zu kommen, raus aus dem Kriegsgebiet. Und ich kann mich erinnern, wie die ganze Halle, als die auffuhren, also anfing wirklich wie wild zu applaudieren und nicht mehr aufhören wollte. Und meine Mutter und ich, die wirklich nicht nah am Wasser gebaut sind, wir beide konnten die Tränen nicht zurückhalten und so ging es den Leuten um uns herum auch. Das hat die Menge gemacht. Das Zusammensein in einer großen Gruppe, mit der ich eine Leidenschaft teile. In dem Moment habe ich so viel Freude, so viel Begeisterung erlebt mit den Gesinnungsgenossen, die mich umgeben haben, wie ich es alleine bestimmt nicht hätte. Niemand hat mich komisch angeguckt und ich empfinde den Moment und die Emotionen viel intensiver, als ich es allein könnte. Und ich habe ja entschieden, dass ich mich in diese Menge hineingebe, dass ich mich darin jetzt mal verlieren und selbst vergessen möchte. Das ist ja, was so Freude daran macht, dass man aufgeht in dieser Gemeinschaft. Ganz anders habe ich es dieses Jahr erlebt, zur ähnlichen Zeit. Sie wissen, ich war in Israel und ich bin durch das Land gereist und ich habe mit meiner Freundin eine neue Begeisterung fürs Menschenbeobachten entdeckt. Denn Israel hat solch interessante Menschen, so viele verschiedene Menschen, die ihr Leben auf so unterschiedliche Weise gestalten. Und manchmal haben wir uns einfach nur irgendwo hingesetzt und haben einfach beobachtet. Und ich habe mich gefragt, wie leben sie? Und wofür begeistern sie sich? Was sind ihre Sorgen? Ich habe die Kleidung angeschaut und was sie so getan haben. Und es war einfach sehr interessant und sehr inspirierend. Also diese beiden Situationen, dem Zuschauen und dem sich mitreißen lassen. Um die soll es heute gehen. Deswegen diese Einleitung. Denn eigentlich geht es ja um Jesus. Um Jesus, der in Jerusalem einzieht und auf einem Esel, auf einem jungen Esel durch das Tor reitet. Und wenn Sie zugehört haben, eben in der Evangeliumslesung, dann haben Sie vielleicht mitbekommen, dass diese Geschichte eine Geschichte der Menschenmengen ist.
Und Johannes schreibt diese Geschichte aus einer Beobachterposition. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Hausdach, ja, Sie wohnen um die Ecke und Sie beobachten diese ganze Szene. Erstmal neutral und neugierig, wie ich in meinem Israel-Urlaub. Was passiert hier eigentlich? Und er sieht, es gibt gleich mehrere Mengen beim Einzug in Jerusalem. Da ist die Menge, die zum Fest in der Stadt ist. Ja, die ist aus aller Welt angereist und die ist aufgeregt und voller Vorfreude mit den Vorbereitungen für das große Fest beschäftigt. Dann ist da eine Menge, die mit Jesus zusammenreist. Also die vielleicht schon länger mit ihm unterwegs ist. Seine engsten Freunde sind darunter. Sie kennen ihn schon genauer. Dann sind da Leute, die ihm vorausgeeilt sind, die dabei waren bei dem Wunder, das Jesus zuvor getan hat, nämlich dass er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und da gab es eine Menge, die das also beobachtet hat und die dann vorausgerannt ist nach Jerusalem und davon erzählt hat. Und dann ist da die Menge, die ihn schließlich begrüßt, die dann also vors Tor zieht und die Palmenzweige schwenkt. Ja, hier bei Johannes gibt es keine Kleidung, die auf den Weg gelegt wird. Aber diese Menge setzt sich vielleicht zusammen aus einer Mischung all derer, die wir vorher hatten. Menschen, die zum Fest in der Stadt waren, Menschen, die vorausgeeilt sind und die, die mit Jesus gezogen sind. Und dann zuletzt ist da auch noch die Menschenmenge, die kritisch ist, die das mit Sorge betrachtet, was da passiert. Die denkt, das könnte ein ungutes Ende nehmen. Und die schließlich entnervt meinen, alle Welt läuft ihm nach. Und beim Zuschauen stelle ich mir die Frage, wäre ich selbst da gewesen? Bei welcher Menge wäre ich wohl gewesen? Welche hätte ich mich wohl angeschlossen? Hätte mich die Sache vielleicht überhaupt nicht interessiert? Vielleicht hätte ich den ganzen Trubel da übertrieben gefunden und ich wäre lieber bei meiner Familie zu Hause geblieben und hätte das Fest vorbereitet. Vielleicht wäre ich auch skeptisch gewesen und hätte, wie die Mitglieder des Hohen Rats, die Strafe, hätte mit Befürchtungen gehegt. Ja, dieser Mensch könnte ein Aufrührer, ein Betrüger sein, der am Ende nur Probleme macht. Ich vermute aber, dass ich mich wahrscheinlich auch wohl hätte mitreißen lassen von der Faszination der Menge. Ich hätte auch einen Blick auf diesen Mann werfen wollen, von dem so viele krasse Geschichten im Umlauf waren. Lauter Geschichten, die fast zu wunderbar scheinen, um sie glauben zu können. Vielleicht hätte mich die Menge mit ihrer Begeisterung angesteckt. Vielleicht hätte ich auch Palmzweige von den Bäumen gerissen und als antike Fanartikel geschwenkt und Hosiana gebrüllt. Tja, diese Frage ist interessant, aber sie ist nicht nur das. Sie ist kein reines Gedankenspiel. Denn wir sind ja heute hier zusammengekommen als eine Gemeinschaft von Menschen, die darauf vertraut, dass dieser Jesus lebt. Die glaubt, dass er Gottes Sohn war, dass er nun an seiner Seite im Himmel ist. Und wenn ich das ernst nehme, dann bekommt diese Frage eine plötzliche Aktualität. Also dieser Jesus zieht nicht nur damals in Jerusalem ein. Der lebt noch heute und vielleicht will er auch einziehen bei mir. Und dann muss ich mich fragen, wie soll ich ihn empfangen? Und wie begegne ich ihm? Interessiert mich das überhaupt? Heiße ich ihn willkommen? Schmeiße ich ihn wieder raus? Stürze ich mich hinein? Schließe ich mich einer Menge an? Wenn ja, welcher der Menge? Und das will wohl überlegt sein. Und am besten ist wohl, diesen Jesus auf dem Esel einmal ganz genau anzusehen. Mal wegzuschauen von den ganzen Mengen, die da wogen, und auf den zu schauen, um den sie wogen, um den sich alles dreht. Wer ist es eigentlich? Und was kann ich hier in dieser Szene über ihn herausfinden? Und lohnt es sich, ihm zu folgen? Wir haben gehört, Johannes berichtet kurz davor von Lazarus, von dem Bruder von Maria und Martha,
wie Jesus ihn von den Toten auferweckt hat. Und wir hören, dass diese Botschaft ihm vorauseilt und für den Hauptteil der ganzen Begeisterung sucht, die da um ihn entsteht. Johannes erzählt also vorab davon, dieser Jesus, der da einzieht, der ist mächtig. Dieser Jesus hat auch Macht sogar über den Tod. Er hat Tote auferweckt. Aber nicht nur das, er macht auch Kranke gesund, er treibt böse Geister aus, er herrscht über Naturgewalten. Und dieser Ruf, der eilt ihm voraus. Und seine Menge, die schon länger mit ihm unterwegs ist, ist Zeuge davon geworden. Also dieser Jesus, den wir da sehen, ist ein Mächtiger. Ist jemand, der auch Kraft hat, auf mein Leben einzuwirken. Und das ist doch auch ein guter Grund, Jesus nachzufolgen. Ich folge doch nicht jemandem, von dem ich nichts erwarte und der nichts kann, sondern ich folge dem, von dem ich glaube, dass er mein Leben zum Guten verändern kann, in den ich Hoffnung setze, dass er etwas kann, was sonst keinen in meinem Umfeld gelingt. Also diesen Jesus sehen wir hier, den Mächtigen, der Tote auferwecken konnte. Und dann sehen wir einen Jesus, der auf einem Esel in die Stadt reitet. Mit gutem Grund. Denn der Esel, der war nicht nur das alte israelitische Reittier für Könige, es war das Tier für den lang ersehnten Messias, den König, den Neuen. Aber vor allem ist der Esel der Inbegriff des Friedensbringers. Denn Jesus kommt nicht auf einem Pferd, denn Pferde wurden damals vor allem in der Armee für den Krieg verwendet. Jesus kommt auf einem Esel. Und auf einem Esel zu kommen bedeutet, ich bin ein Friedenskönig. Ich komme als Friedensbringer, als jemand, der sich nicht hineinziehen lässt in die Gewaltspiralen der Mächtigen. Als jemand, der dauerhaften und umfassenden Frieden sucht und bringen will. Und zwar persönlich und zwischenmenschlich und auch gesellschaftlich. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach dem Frieden, die ist uns auch auf der großen Weltbühne seit letztem Jahr wieder deutlich näher gerückt. Also der mächtige Jesus, Herr über Leben und Tod, und der Friedensbringer, der Friedenskönig, der auf dem Esel hineinreitet. Und dann erzählt Johannes ganz bewusst, wie Jesus den Weg in die Stadt wählt, obwohl er wusste, dass dies nicht sein Triumph, sondern sein Tod bedeuten würde. Wenn Sie vielleicht genau hinsehen würden, wie dieser Jesus da einreitet, würden Sie vielleicht an seinen Füßen es noch glänzen sehen von dem Salböl, das ihm Maria am letzten Tag über die Füße gegossen hat. Und zwar als Vorwegnahme einer Totensalbung, seiner eigenen Beerdigung. Johannes erzählt, dass Jesus sehr bewusst diesen Weg ging und genau sich darüber klar war, was ihn da erwarten würde. Dass auf ihn Verrat, Folter und Elend warten und am Ende der Tod. Und auch direkt hinter dem Text, den wir vorhin gehört haben, direkt hinterher kündigt Jesus wieder an, dass er hier sterben wird. Aber Johannes sieht das, was da geschieht, nicht als Versagen. Bei ihm sind Jesu letzte Worte am Kreuz, Sie wissen es vielleicht, es ist vollbracht. Also die Kreuzigung ist für ihn ein verborgener Sieg, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich am Ende der Sieg über den Tod. Also die Osterbotschaft scheint schon durch. Ja, wir hatten es vor 2 Wochen, genau diesen Text, der dahinter steht, über den haben wir in Kleingruppen gesprochen. Und da sagte Jesus, das Korn, das in die Erde fällt, das muss sterben, ja, damit es aufgehen kann und neue Frucht bringt. Auch in diesem Wort von Jesus steckt ja schon nicht der Tod nur, sondern auch schon diese Hoffnung auf die Auferstehung mit drin. Also von Anfang an ist immer klar bei Johannes, der Tod von Jesus ist nicht hoffnungslos, sondern es gibt Hoffnung über ihn hinaus. Er ist Sieger über den Tod.
Und dann ist der Weg, den Jesus geht, in den Tod hinein, der Sieg der Liebe über den Hass, der Gnade über die Strafe und der Versöhnung über den Streit. Immer wieder schreibt Johannes, der Tod Jesu geschieht für uns. Also Jesus setzt alles ein für seine Freunde, sogar sein Leben. Seine Hingabe ist so absolut wie seine Liebe für die Menschen, die ihm zujubeln. Genauso für die, die ihm zujubeln, wie für die, die seine Ermordung planen. Diesen Jesus stellt Johannes vor. Er sieht als Beobachter den Herrscher über Leben und Tod. Er sieht den Friedenskönig und er sieht den Liebenden, der sich selbst hingibt und unsere Schuld am Kreuz für uns trägt und damit den Weg frei macht in Gottes Ewigkeit. Er stellt uns die Menge vor und er fragt uns als Hörer, als Leser, wen siehst du da? Du hast gehört, wen ich sehe, aber wen suchst du da? Und wem schließt du dich an? Am Anfang habe ich gesagt, dass mitreißende Mengen etwas Tolles sein können. Aber sie haben auch etwas Gefährliches, weil sie uns eben dazu bringen, uns selbst zu vergessen und uns manchmal sogar zu verlieren. Und wenn das jetzt in einer Menge geschieht, die uns nicht gut tut, dann kann das zur Gefahr werden. Wenn es eine Menge ist, die uns gut tut, ist es ein Geschenk. Weil es stärkt zu wissen, dass man nicht allein ist mit dem, was einem wichtig ist. Und es gibt Kraft, weiterzumachen mit dem eigenen Ziel. Es erfüllt, es macht die Seele satt. Eine gute Gemeinschaft. Aber es gibt eben auch Mengen, die in einen Sog hineinziehen, der zerstörerisch wirkt. Wenn wir tun und schreien, was wir später bereuen, weil wir uns selbst nicht mehr wiedererkennen, weil wir uns haben mitreißen lassen vom Augenblick. Wir sind nun mal Herdentiere und das Gemeinschaftsgefühl hat eine große Macht über uns. Vielleicht auch deshalb schildert Johannes diese Szene erstmal von außen. Schau es dir erstmal an. Beobachte, sei neugierig, wer ist dieser Jesus? Aber irgendwann ist auch der Zeitpunkt gekommen, um sich hineinzustürzen in die Menge. Auf die eine oder andere Weise. Denn ohne sich mit hineinnehmen zu lassen in diese Geschichte, glaube ich, wird sie dich nicht berühren, wird sie dich nicht verändern. Erst wenn du dich hineinwagst, wenn du dich einlässt auf diesen Jesus, wird sich wirklich zeigen, ob er auch dein Friedenskönig wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.